Hallo und ganz herzlich willkommen, ich bin auch Lara und heute möchte ich euch dabei helfen, euren Champion zu finden. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Champions, wie ihr hier seht. Über 100, also fast 150, 148 um genau zu sein. Und ich fragte euch, was passt zu mir? Und da gibt es so ein gewisses Regelwerk, es gibt verschiedene Champion-Rollen. Allerdings ist das hier nicht so gut und ich möchte euch diese Rollen jetzt auch gerne mal zeigen. Also, welche Rollen gibt es denn so im Spiel? Und die zeige ich euch, beziehungsweise Champion-Typen. Wir befinden uns hier in einer Datei von mir, wo man das sehen kann. Es gibt verschiedene Typen, und zwar einmal Assassins, Skirmishers, die gehören zu den Slayern. Dann gibt es die Diver und Juggernauts, die zu Fightern zählen. Vanguards, Wardens, die zu Tanks gehören. Enchanters und Catchers, die zu Controllern gehören. Burst Mages, Artillery Mages und Battle Mages, die zu Mages zählen und zu Marksmen gehören. Diese drei. Jetzt fragt ihr euch, was soll ich machen? Was soll ich spielen? Man soll nicht nur eine spielen, man sollte mehrere Kategorien spielen, denn meist passen mehrere Kategorien zum Spielstil. Und wofür sind diese Champion-Typen? Die Typen kategorisieren meist einen Spielstil. Solche Assassine wollen ohne CC einfach reindiven, den Gegner one-shotten. Und zwar so schnell wie möglich. Wenn zum Beispiel Skirmisher mehr CC haben und auch die Möglichkeit, die Gegner zu CCen und auch mehr über Repositioning machen, anstatt über reindashen und alles direkt one-shotten, haben meist auch nicht so viel Schaden. So. Die Frage ist jetzt, was passt zu mir? Und da gibt es Eigenschaften, an denen man ein Spielverhalten misst. Es gibt fünf und das ist einmal Damage, also der Schaden. Machst du eher Burst-Schaden, also viel auf einmal. Zum Beispiel eine Ahri würde in einer Sekunde 1000 Schaden machen. Eine Cassio würde eher in 5 Sekunden 1000 Schaden machen. Und eine Ahri hätte halt dann 5 Sekunden Cooldown, bis sie wieder 1000 Schaden machen kann. Also letztendlich derselbe Schaden, nur halt über Zeit. Toughness ist die Zähigkeit. Seid ihr eher jemand, der Damage degraded, also Damage quasi reduziert durch Schilde und durch Rüstung und durch Leben? Oder seid ihr jemand, der sustained, also sich wieder hochheilt, mehr oder weniger? Wollt ihr lieber tanky sein oder wollt ihr lieber sustain? Dann gibt es den CC. Das ist, da gibt es einmal den Crowd Control, Soft Crowd Control, sowas wie Slows oder Silence. Und Hard Crowd Control, sowas wie Root oder Stunning. Also quasi Gegner richtig festhalten und so. Das ist Hard Crowd Control. Je nachdem, was ihr bevorzugt. Soft Crowd Control ist manchmal gut, um besser, schneller an den Gegner ranzukommen. Hard Crowd Control halt, um ihn festzuhalten und ihn so ein bisschen auch wegzuhalten. Mobility ist Engage, gibt es Engage und Repositioning. Engage ist quasi reindiven und Gegner holen. Und Repositioning ist mehr oder weniger halt mit Movement, also sich zu bewegen. So, dann kommen wir zu der Utility. Es gibt defensive Utility, also zum Beispiel Root den, oder zum Beispiel Health-Regeneration ist auch Utility. CC, zum Beispiel die Ohren-Ult ist offensive Utility. Der Knock-up der alle Gegner und dann ist RIP für die. Es gibt auch defensive Utility wie die Janna-Ult zum Beispiel, die die Leute wegschubst und gleichzeitig die Leute heilt. So. Ja, das sind die verschiedenen Eigenschaften. Und jetzt überlegt ihr, was spielt ihr am liebsten? Und da gibt es eine weitere Tabelle, die sieht so aus. Ihr seht jetzt auch alles. Und ihr seht hier die aufgeführten Kategorien, wie ich sie genannt habe. Und jetzt müsst ihr hier, also DPS, oder Burst Damage, Mitigation oder Sustain, Soft Crowd Control oder Hard Crowd Control, Engage oder Repositioning und defensive oder offensive Utility. Das auswählen, was euch am besten gefällt. Ich zum Beispiel, jetzt mache ich das mal für mich, um ein Beispiel zu zeigen. Ich mag es, Burst Damage zu machen. Ich mag gerne Burst Damage und nicht so Overtime. Das heißt, ich kann schon mal hier unten gucken. Dann mag ich Sustain. Das heißt, ich gucke hier. Dann CC-technisch mag ich Hard CC, weil
Ich war mal Support Main und da mag man sowas einfach, weil das ist richtig geil hat. CC finde ich das ist das Beste. Boah, scheint die Sonne gerade hart rein. Deswegen bin ich gerade so käseweiß und leuchte. So weiß wie der Hintergrund. Also HCC, also gucken wir hier bei den Vieren. Dann Engage oder Repositioning. Ich mag Engage mehr. Einfach reindashen und dann wieder disengagen im Notfall. Dann haben wir hier die beiden. Und Offensive oder Defensive Utility. Da mag ich Defensive Utility. Denn wenn man schon engaged, sollte man auch Defensive Utility haben, finde ich. Offensive Utility ist halt stärker, um den Gegner zu catchen. Aber Defensive Utility ist halt auch wichtig, um selber am Leben zu bleiben. Und vor allem ermöglicht das auch den Gegner zu outplayen. Die Defensive Utility. Deshalb ist diese Zeile das, was bei mir alles entspricht. Und jetzt gucke ich mal, was passt zu mir. Und zwar nehmt ihr euch die, wo die Tier am höchsten ist. S heißt, heißt beste Synergie. Und danach kommt A, dann B, dann C und dann D. Also D ist halt relativ schlecht. Und S ist halt am besten, so mehr oder weniger. S bedeutet zu 100% stimmt der Spielstil überein. Dann gucke ich mal, was ich habe. Und zwar habe ich hier einmal bei Divern einen S. Dann habe ich einen S bei Enchantern, dann einen S bei Burst Mages und einen S bei Telemages und bei Hypercarry. Ich habe relativ viele. 5 Stück. Ich glaube, das ist sogar das meiste. Na, es gibt hier noch so 4 und hier auch mal 4. Also, ist nicht der einzige, wo das so viel ist. Hier gibt es 5 zum Beispiel. Auch sehr ähnlich, nur halt statt Mitigation Burst. Mitigation Sustain. Statt Sustain Mitigation so rum. So, wenn ihr das habt, schreibt ihr euch das raus. Ihr nehmt euch alle von eurem höchsten Tier und vom zweithöchsten Tier. Wenn ihr hier oben seid und dann so viel Spät nur C ist und D ist habt, dann nehmt ihr einfach C und D. So, dann nehmt ihr nur C, weil D ist richtig scheiße. Mindestens C, höchstens C. Also einfach die besten beiden. Da habe ich jetzt die S und die A ist mir genommen. Weil es kann auch immer zu kleinen Fehlern kommen, deshalb A. Nehmt der eine Tier immer noch mit. Und dann gehen wir zurück in Classes. Und jetzt müssen wir gucken. Bei Divers, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt die Liste ein bisschen kleiner, damit ihr auch Möglichkeit habt, euch die Liste anzuschauen. Und jetzt seht ihr hier unten, welche Team Composition es passt. Das ist eigentlich erst für später, das interessiert euch noch nicht. Dann die Lane, auf der ihr spielt, meist mit diesen Champions. Und dann die Typen. Sondern bei Assassinen gibt es Stealth-Assassinen, also die unsichtbar sind, die 4. Dann gibt es welche, die untargetable sind, das sind die beiden. Früher hatte man Akali noch zu untargetable gezählt. Und dann noch welche, die sehr mobil sind, die 4. Das sind so diese Assassine, die es so gibt, die von den 10 halt unterteilt in diese Kategorien. Und jetzt, wo ihr fertig seid damit, sucht euch die Spalten raus, die bei euch am besten waren. Und ihr schreibt euch einfach mal raus. Ich habe dafür eine Tabelle angelegt. Und so sieht das ganze Spaß dann halt aus. Ich habe mir das rausgeschrieben, hier bei mir Assassine und Catcher waren so A, deswegen habe ich die auch mit reingenommen. Ich habe das jetzt erstmal abgeschrieben. So sieht das aus. Und jetzt müsst ihr schauen. Ihr habt hier oben diese Eigenschaften und bei manchen steht auch Both dabei. Zum Beispiel hier Both, Hypercarry, machen sowohl Burst als auch DPS-Schaden. Und das ist meist, manchmal, meist machen sie beides. Manchmal machen sie aber auch nur eins von beiden und es ist so ein bisschen mixed. Zum Beispiel kann es sein, dass eine bei Enchantern Burst Damage, zum Beispiel eine Soraka macht nicht unbedingt Burst Damage, sondern eher Damage über Zeit. Aber ein Bard, ja, der ist jetzt nicht hier drin, aber irgendwas anderes. Zum Beispiel eine Sona macht auch kein Burst Damage, die macht auch Damage über Zeit. Aber zum Beispiel eine Gamma macht Burst Damage. Oder eine Yumi. Machen Burst Damage. Und deshalb manchmal auch Both, weil einer macht es, der andere nicht. Manche machen einfach beides. Da ist dann Both egal. Und dann guckt ihr jetzt, welche, zum Beispiel, wo hier Both steht. Wir machen das jetzt einfach mal hier. Welcher
von denen hat Mitigation oder ein schlechtes Beispiel hier. Welcher von denen hat die Möglichkeit, ich habe hier Defense, habe ich mir ausgesucht vorhin. Und hier steht Both. Welcher ist nur offensiv? Talon kann nur offensiv gehen. Na, obwohl, das stimmt auch nicht so ganz. Aber zum Beispiel ein Zed oder ein Felsen offensiv. Die haben kein CC. Deshalb fallen die dann raus, die lösche ich dann. Weil die, hier steht bei denen Both und in Wirklichkeit haben sie das gar nicht. Und deswegen lösche ich die dann raus. Es sieht dann so aus. Relativ aufgeräumt schon. Nicht mehr ganz so viele. Ihr habt jetzt auch einige vielleicht gelöscht, die ihr gerne spielt. Und jetzt müsst ihr gucken, zum Beispiel stand vorhin eine Annie da. Annie löscht, stand hier da bei Morgana. Annie. Annie als Support. Beziehungsweise Controller Catcher. Irgendwie, ich habe Annie oft gespielt, irgendwie mag ich den Champion nicht. Dann löscht den raus. Jetzt geht es so ein bisschen nach eurer persönlichen Präferenz. Mögt ihr den Champion, dann haut ihn wieder rein. Den ihr vorher gelöscht habt, wenn ihr ihn nicht mögt, dann löscht ihn. Dafür muss man vielleicht auch mal den Champion wenigstens einmal gespielt haben, um das zu entscheiden. Und dann habt ihr eine Liste. So sieht die aus. Das sind die Champions, die für euch dann in Frage kommen. Und jetzt müsst ihr überlegen, auf welche Position wollt ihr den spielen? Und da geht es dann ans Testen. Ihr testet den auf der Position. Alles, was bei mir rot ist, habe ich auch noch nicht getestet. Und dann teilt ihr euch ein, wo ihr die spielen wollt. Und dann habt ihr eure Champion-Auswahl. Dann testet ihr alle durch. Und irgendwann werdet ihr merken, welche Champions euch am ehesten Spaß machen. Und die holt ihr dann immer wieder neu raus. Und Champions, die euch so wirklich so gar keinen Spaß machen, die trotzdem in dieser Liste steht, die löscht ihr raus. Da diese Auswahl dieser Champion Pool sehr groß ist von dem, was hier empfohlen wird. Ich würde ja auch einige rauslöschen, wenn ich könnte, aber ich möchte euch das so zeigen. Das ist quasi das Ergebnis, welche Champions zu euch passen. Und jetzt müsst ihr halt ausprobieren, ob die wirklich zu euch passen, ob die euch Spaß machen. Denn Champions, die euch Spaß machen, nicht zu euch passen, bringen euch nichts. Champions, die zu euch passen, aber nicht Spaß machen, bringen euch auch nichts. Muss beides passen. Und jetzt müsst ihr einfach alles austesten. Und die, die euch keinen Spaß machen, die löscht ihr raus. Und dann habt ihr euren Champion Pool. Wenn ihr irgendwo einen Champion habt, der in keine dieser Rollen reinpasst, den ihr aber trotzdem gern spielt, fügt ihn hinzu. Manchmal gibt es so Off-Roll-Champions, die nicht so ganz in einen Stil passen. Das sind zum Beispiel diese hier. Die lassen sich nicht in eine Kategorie einpassen. Und daher kann es so sein, dass ein Champion, den ihr spielt, dass der nicht da drin ist. Den fügt ihr einfach ein. Ich habe das auch mit mehreren Leuten mal probiert. Und bei ihnen hat es allen funktioniert. Bei ihnen war eigentlich fast immer alle Champions dabei, die sonst so spielen. Und Champions, die sie nicht spielen, nicht dabei. Und ich habe diesen Test auch gemacht. Das ist das Ergebnis. Die Roten da habe ich noch nie gespielt, aber ich habe sie auch nie abgelehnt. Ich habe drei, vier Anpassungen vorgenommen, hinzugefügt und beziehungsweise gelöscht. Und ansonsten stimmt die Liste schon so. Das sind die Champions, die ich auch so spiele oft. Ich hoffe mal, das war hilfreich für euch. Ich hoffe, ihr findet so euren Main und eure Lieblings-Champions, die auch in Zukunft spielen können. Später, wenn ihr dann besser seid und diese Champions alle mal gemaint habt oder wenigstens mal gespielt habt ein bisschen länger, dann könnt ihr auch variabel spielen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, jo, mein, der Gegner Nook Champion, dann spiele ich eine Morgana. Denn habe ich ein Black Shield. Dann vielleicht im nächsten Mal, ich habe eine Vayne, die gepokt wird von Caitlyn und Brand als Gegner, dann picke ich eine Soraka für den Sustain. Das ist dann euch überlassen, das müsst ihr dann entscheiden. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich habe euch jetzt auch erklärt, warum man so einen breiten Champion Pool braucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß damit. Probiert's aus. Auf Wiedersehen, macht's gut. Tschüss.